Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Heute geht es um das Thema Zeit, das uns oftmals auch die Freude im Alltag und die Freude am Leben nimmt. Das meistrezitierte Mantra zum jetzigen Zeitpunkt ist das Mantra, ich habe keine Zeit. Und dazu ein paar Gedankenanregungen. Jeder von uns hat ausnahmslos jeden Tag 24 Stunden zur Verfügung. Ich habe noch niemanden getroffen, der weniger Zeit zur Verfügung hatte oder der 28 Stunden zur Verfügung hatte. Ich habe zwar schon das ein oder andere Mal einen Antrag gestellt, ich hätte heute gerne mal 28 Stunden zur Verfügung, aber da ist Schweigen, da habe ich noch nie eine Resonanz drauf bekommen. Was möchte ich dir damit sagen? Jeder hat 24 Stunden zur Verfügung. Die Frage ist, wie verbringe ich diese 24 Stunden? Natürlich sind gewisse Dinge da einfach vorgegeben, Arbeit, Haushalt, Einkaufen, Kinder versorgen, dies und jenes machen. Völlig außer Frage. Aber das Thema ist einfach das, was uns da auch so enorm stresst und uns die Freude und Energie raubt, ist, dass wenn wir bei einer Sache sind, gedanklich schon bei der nächsten sind. Oder wenn wir bei einer Sache sind, nicht wirklich da sind und präsent sind, sondern mit unseren Gedanken, entweder im Gestern, im Vorgestern oder in Themen aus der Kinderstube uns ahlen, in Problemen uns ahlen oder in der Zukunft sind, ja, bei Dingen, ich sage jetzt mal einfach so ein bisschen flapsig, die ungelegte Eier sind. Das heißt, wir sind nicht präsent im Hier und im Jetzt. Und das ist das, was uns so total durch den ganzen Tag stresst. Ich habe keine Zeit, ich bin nicht präsent im Hier und im Jetzt. Deshalb würde ich dich dazu einladen, dir heute und in Zukunft, dich darin einfach mal ein bisschen zu üben, dass du dir für alles, was du tust, künftig bewusst Zeit nimmst. Und das gilt vor allem natürlich für die Dinge, die man nicht so gerne macht. Ich sage jetzt mal vielleicht, ja, Wohnung putzen oder Wäschekorb wegbügeln, also den Inhalt vom Wäschekorb wegbügeln. Also solche Dinge, wo man denkt, boah, die ganze Wäsche, die liegt jetzt noch da. Ich stehe jetzt heute Mittag gefühlte 5 Stunden da und bin am Wäschebügeln. Probier mal aus, wenn du dir bewusst Zeit nimmst, zum Beispiel für das Wäschebügeln, dir vielleicht noch eine schöne Musik-CD da auflegst oder ja, ein Hörbuch, irgendetwas, was dich wirklich interessiert. Und du schaust so viel wie möglich, dass du wirklich im Hier und im Jetzt beim Wäschebügeln bist und dann vielleicht auch parallel mit der Aufmerksamkeit bei der beschwingten Musik oder bei dem Hörbuch, das dich gerade interessiert, dann wirst du merken, wie schnell der Wäschekorb, der Inhalt, weggebügelt ist und du auf die Uhr schaust und siehst, oh, 3/4 Stunde, schon alles weg, wunderbar, ich habe ja jetzt noch Zeit, bis es weitergeht. Jetzt koche ich mir mal noch einen leckeren Tee und gönne mir mal noch 15 Minuten Auszeit. Also du wirst nur Zeit haben, indem du ganz bewusst die Entscheidung triffst, ich nehme jetzt dafür Zeit. Ein metaphorisches Beispiel noch, wenn auf dem Tisch eine Schale mit Erdbeeren steht. Ich kann dir umschweifend erzählen, wie diese Erdbeeren schmecken. Wenn du aber nicht mal die Entscheidung triffst und holst dir eine Erdbeere und probierst diese, wirst du nie selbst wissen, wie die Erdbeere schmeckt. Und so ist das auch mit dieser simplen Übung. Also nimm dir ab sofort bewusst für alles, was du tust, Zeit. Wenn du merkst, Gedankenkabarett ist im Gestern oder im Morgen, komm zurück ins Hier und ins Jetzt, sei präsent. Dann wirst du merken, wie deine Arbeit dir, vor allem die ungeliebten Dinge, viel, viel schneller, wie man so schön sagt, von der Hand gehen und wie du plötzlich wieder in die Situation kommst, dass du Zeit hast. Ich wünsche dir heute einen Tag mit ganz, ganz viel Zeit für dich. Bis morgen. Tschüss.